Ja, hallo. Die Tage werde ich schon noch mal was bringen, auch zu dieser Corona-App vom Spahn. Was heißt von Spahn? Sind Airline, das ist klar. Aber ich möchte einfach mal sagen, dass hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Menschen wirklich schon strukturschwache Regionen viel, viel hinter sich haben, bewältigt haben, hier wird Klartext geredet. Hier liest man auch Statements an vielen Imbissbuden und so weiter. Das finde ich wirklich sehr, sehr positiv und auch, ja, hoffnungsvoll. Andererseits läuft das Ganze natürlich auch immer nur, wenn die etwas weiter oben dazwischen einfach alles doch dann letztendlich wieder mitmachen. Ein Konzert. Die Veranstalterin stellt den Strom ab, der Helikopter kreist, das heißt, die Polizei macht natürlich, was sie soll. Die Veranstalterin hat Angst vor denen darüber, Angst um ihre Arbeitsstelle. Die hätten gerne länger gespielt, die hätten sich auch nicht an die Beschränkung gehalten, aber wenn dann natürlich der Strom abgedreht wird. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass gerade auch etliche Männer, ich meine, das sind ja hier zum Teil auch die Nachkommen von Fischern und so weiter, das sind klare, bodenständige Power-Typen. Und da kann man wirklich auch die Hoffnung haben, die lassen nicht so schnell alles mit sich machen. Ich meine, diese App ist das eine, aber Impfzwang etc. das andere. Und die sind auch sehr gut informiert. Nicht nur die jüngere Generation, auch die älteren. Das wollte ich einfach mal sagen, weil es hier wirklich ein Fakt ist, den ich erwähnenswert finde und ja, sehr schön, sehr positiv. Es wird so nicht laufen. Die Menschen lassen es so nicht mit sich machen. Auch wenn man gegen die App im Moment erstmal nicht so viel tun kann. Und wie gesagt, ich habe natürlich auch noch einen ganz anderen Glauben, ein ganz anderes Vertrauen. Herzliche Grüße. Ja, hier nochmal zum Abschied heute vom schönen Ostseestrand, vom Meer.